Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. So, letztes Mal haben wir die Mission verhaut, gleich schon am Anfang, sehr geil. Nur weil ich wieder mal zu waffengeil war, weil ich eine geile Waffe wollte. Und naja, dann machen wir sie eben nochmal. Denn wir kennen die ja schon, was da jetzt in der Zwischenszene war. Und schauen wir mal, wohin jetzt die ganze Angelegenheit geht. Where we going, homie? Roland Heights, Paula's country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact? You are chauffeur for this little gig. Come on. Gee, thanks, Gee. Just don't drive Okay. like a fool. Oh, das war irgendwo falsch. Wieder mal. So. Hier lang. Nein, da oben lang. Wie es aussieht. Okay. Das schaffe ich schon. So, komm schon, das schaffe ich, jawohl. Und dann fahren wir gleich mal darüber, um das jetzt mal richtig zu machen. Und diesmal nicht waffengeil sein. Würde ich sagen. So. Yeah, ball is turf. You dog ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Okay. Yeah, the car stopped, we dead meat. Okay. Das Auto darf nicht stehen bleiben. Okay. Ich hätte zwar gern das Geld und die Kohle, aber das Geld und besser gesagt die Waffen, aber hey. Was soll's, sag ich denn noch? Okay. Dann holen wir uns noch mal welche. Okay, und noch einen. Alles klar. Dann machen wir das. Und dann fahren wir die Idioten um, wollte ich schon sagen. Komm schon, fahr um. Jawohl. Okay. Oh Gott, mit dem Auto auch noch. Och nee, ne. Lackierereien fahren wir dann, okay, alles klar. Dann fahren wir mal zur Lackiererei. So, die haben wir hier. Aufpassen auf das Auto, ganz ehrlich. So, das könnte nämlich hackelig werden. So, Paint and Spray, wo bist du? Warst du hier oder hier ums Eck? Nein, fuck. Es war doch ums Eck. Ach, oh hier. Okay. Weil die das sicher nicht gesehen haben. Okay. Dann fahren wir mal sie mal unauffällig heim. Yeah, for sure. They were slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Oh ja. Hey Carl, ignore that motherfucker. You get slipped. So, jetzt haben wir das geschafft mit links. So. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself for now on, CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Okay. Mission geschafft. 500 für ein Bier, genau. So, dann safen. Auf jeden. So. Und dann geht's gleich munter weiter. Diesmal zu Big Smoke, würde ich sagen. This mask
Oh, Ryder hat auch eine Mission für uns. Ryder? Sweets mal nicht. Ryder würde mich jetzt interessieren. Dann gucken wir auch mal, was er zu sagen hat. Home Invasion. Okay, was hat der vor? Damn. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. That's wrong. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, better wait till it's dark. Catch the motherfucker while in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you Let waiting for? Let it go. Look. Ach, oh, das Missionchen kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Das ist, glaube ich, eine sneaky Mission. Parke den Truck nahe in dem Haus und hole die Waffen, bevor es hell wird. Okay. Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You're always right. That's my homie, Mr. Rock. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Okay, mal schauen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe und das markieren kann. Wie kann ich dann nochmal markieren? Wie war das denn? Ah ja. Okay. Das hilft mir auch nicht viel. Dachte nur, dass das geht mit GPS, aber anscheinend war das dann doch erst GTA 4 mäßig. Und die fahren wir mal unauffällig um. Und so, dann schauen wir mal hoch. Ob wir das Ganze dann rechtzeitig schaffen, ist eine andere Frage. Aber naja, hey, GTA Feeling pur, sage ich nur. Waffen, Autos und Diebstahl. Das ist GTA, meine Damen und Herren. So, aber jetzt fahren wir mal gechillt darunter und holen uns dann das Inventar des Hauses, wahrscheinlich. So, hier ist das doch. Yep. Nice. So. Stimmen wir die... Oh, das war idiotisch. So. Geh in das Haus. Du musst stets leise sein. Hey, wie war das schon nochmal mit Sneaken? Wo ist denn die Kiste? Da ist eine Kiste. Oh. Okay, aufheben. Okay, immer so kurz weitergehen, dann machen wir auch keinen Lärm. So, dann haben wir mal die erste Kiste hier. Keep it coming, CJ. No problem, Ryder. Die anderen Dinge sind oben. Was nicht gerade geil ist, aber hey. Treppe macht meistens Geräusche, glaube ich. Sofern ich das noch in Erinnerung habe. Naja, irgendwo war hier ein Geräusch. Aber naja. Wo war denn die andere Kiste noch? Das ist die Frage. Okay, dann nehmen wir die Kiste und dann gehen wir ganz langsam wieder runter. Okay, wir haben noch 5 Stunden, aber besser gesagt, Minuten sind das eher, Sekunden sind Minuten hier. Ja, und naja. Ganz gechillt runter. Wir haben noch genügend Zeit. So, CJ.
Da rein. Jawohl. Und wieder in den Truck. Das stimmt wohl. So, dann nochmal hier hoch. Sneaky. Und dann haben wir es eh schon geschafft eigentlich. Denn dann sind die Kisten weg. Und wir können ganz, ganz leicht abhauen. So. Ja, CJ, give it to me, baby. So. Ich weiß nicht mehr, wie viel Sneaken ausmacht, aber... Was Sneaken war, sagen wir so. Okay, und safe. You're a natural housebreaker, homie. Okay, suche eine Kiste oder steige in den Truck und lade ab, was du bereits verstaut hast. Okay, dann suche ich halt noch eine Kiste. Okay. Ah, hier unten wäre auch eine. Okay, egal. Dann sind welche oben auch noch. Oh Gott. Nee, aber ich fahre dann weg. Nach der Kiste fahre ich weg. Oh dear. Ganz leise. Ganz leise. Okay. There's plenty more in there, homie. Okay, komm schon. Fahren wir. Let's get up out of here. Ja, das reicht. 4 Kisten reicht mal, würde ich sagen. Für den Anfang. Genau. So. Eine mehr oder weniger ist jetzt auch schon egal. Gut. LB got a storage garage down in Seville Boulevard, family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man, you gotta give up them sticks. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. Man, I ain't talking to you no more, fool. Schönen Truck in der Garage. Alles klar. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Ja, das mag wohl stimmen. Wenn du nicht gerade auf einer Mission befindest, kannst du nachts auf Diebeszug gehen. Man kann viele Häuser einbrechen und den Besitz um ihre Habe bringen. Du kannst in den Van mit diesen steigen, um Diebestour zu starten. Über deinen Truck und fahre damit zurück zur Garage. Alles klar. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. Okay. Okay, dann fahren wir mal mit dem Teil. Ah, genau, ich habe ganz vergessen, wie die geil sind, hä? Die waren echt geil immer. So. Okay. Dann fahren wir mal zum Speichern nochmal. Bevor wir hier irgendwas Großartiges speichern gehen. Mache ich hier nochmal so einen Drift. Oh ja, das kann was. So. Okay. Da passt aber schon noch ein zweites Fahrzeug. Naja. Was soll's? Sagen wir mal so, was soll's? Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Dann geht sich noch eine schöne Mission aus. Und zwar... Ach, komm schon.
Das Wägelchen brauche ich eh nicht. Ich glaube, das ist wegen dem Fahrrad, aber... Okay. Ich glaube, die wollen mir die Sachen fladern, aber... Gut, sind meine Homies, aber gut. Naja. Okay, dann... fahre ich mit dem mal hier rein. Ist mir eigentlich lieber. So. Okay. Dann gespeichert habe ich, okay. Dann gehen wir zu Big Smoke. Einfach so zu Big Smoke mal, würde ich sagen. Tja, da hat er falsch gedacht, der Typ. Gut, dann ab geht's zu BS. Big Smoke. Okay, ich fahre dann darüber. Alles klar. Und dann sind wir schon hier. Ich fahre mal in seine Garage, weil ich es kann. So. Aber die geht hier nicht zu, also... Jetzt Auto auch nicht gesaved, aber... Zu Big Smoke kann man gehen. Oh, Glock. Hab schon eine Idee. Wenn wir jetzt treffen könnten... Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past yep. 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Okay, dann holen wir den ab, den Typen. Good to hang with you, brother. Oh. I'm sorry to get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Low. OG Low. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. What do you do? Anything he can get thrown in jail for? Boys okay. Red, joyride, parking fines, or some other bullshit. CJ, I warned you. Okay, falsche Abzweigung. Und sie sagen anscheinend nichts weiteres. Das heißt, ich kann hier gegenfahren, wo ich will. Und ja, dann war das doch hier. Egal, ich habe ein Talent, falsche Abzweigungen zu nehmen. Also, was soll's? Hey, there that fool go. Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Okay. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you want to do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Fahr zu Freddy's house. Aber immer wieder gerne. What's your plan? Big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Okay. Dann düsen wir mal bis zu der Abfahrt. Schätze ich mal. Dann fahren wir rückwärts darüber. Naja, fast jetzt geklappt. Aber wie auch immer, ich habe gebremst und jetzt fahren wir zumindest ein Stück weit nach zu den Winewood Hills da hoch. Ja, genau. Ich. Oh, Leute. Oh, okay, doch nicht. Das war was anderes. Oh, okay. So. The Pig Pen. Pig Pen. Ah, ja. Ah, das war das. Och, nee. This Vargos hood? Man, I don't give a shit.
I'm gangsta. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, okay. I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Okay. Drück auf die Türklinke. Ach nee, das ist die behinderte Verfolgung, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Let me know him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it. Hey, okay. Loke, get back here, nigga. You crazy. Hey, yo, back off me, CJ. I gotta protect my rat. Alles klar. Dann machen wir denn alle. Ach nee, ne? Oh Gott. Die Mission fängt schon wieder so saugeil an. So. Wo ist er denn hin, hä? So, ich muss schauen, dass ich da weitermache. Oh Gott, bitte nicht. Ah, das ist schon wieder zu weit alles. Ach nee, ne? Oh oh, ich glaube, ich bin zu weit weg schon von ihm, oder? Oh lol. Oh lol. Wo fahre ich denn rum? What the fuck? Okay. Komme ich dem etwa entgegen gerade? War zu witzig. Okay, er kann mir noch nicht entkommen. Bis ausschaut. Oder doch? Aber ich bin auf jeden Fall sehr nahe dran. Im Moment. Oder täuscht das? Ne, da vorne ist er tatsächlich. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass ich den nochmal sehe hier. Und das Motorrad macht auch, was es will. Okay. Okay, er ist da hochgefahren. Alles klar. Ach nee, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Glück gehabt. So. Okay, da ist er. Oder? Ach nee, er ist da oben. Wie komme ich denn hier jetzt hoch? Eieiei, schon wieder. Ja, er ist entkommen. Ach, fuck it. Ich habe gesagt, ich hasse die Mission. Ach nee, ne? Ah, Gott. Naja, dann mache ich mal nochmal schöne Scheiße. Und dann... genau sowas in der Art und dann sage ich danke fürs Zusehen. Nochmal Scheiße bauen. Okay. Okay. Ja, und das war's dann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.